Würde ich sagen, geht das mal los. Wie ihr schon lesen konntet, geht es heute mal um meine Harley. Ja, die Story. Wie bin ich eigentlich zu der Harley gekommen? Also, ich habe die Heritage Software Classic zum ersten Mal im Libanon tatsächlich gefahren. Habe damals was von meiner Familie geschenkt bekommen, nachdem mein Vater verstorben war. Und bin dann 2018 vom Meer aus quasi in die Berge und zurückgefahren. Und da hatte ich halt dieses Schätzchen. Und seitdem gab es für mich keine andere Harley mehr, die ich haben wollte. Klar, also ich rede jetzt natürlich von bezahlbaren Harleys, ne? Also zumindest in meinem finanziellen Rahmen. Ja, die Tour ging irgendwie anderthalb Tage und ja, seitdem hat mich das Ganze gar nicht mehr losgelassen. Ich war eigentlich immer schon auf zwei Rädern unterwegs, also motorisiert. Ging das mit 14 ganz klassisch los auf der Mofa, beziehungsweise Mofa-Roller. Auch direkt die erste Prüfung verkackt gleich. Gewesen. Da hatte mein Bruder eine 125er. Nie da eigentlich einen Lappen für gehabt, aber naja, wie das so ist. Fährt man ja trotzdem mit. Das war, glaube ich, eine Yamaha DT 125. Danach hatten wir eine Triumph Street Triple. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal eine G6R, eine 1000er. Die habe ich mir damals irgendwo aus dem Osten, Halle Leipzig, geholt. Die war aber Kernschrott, da habe ich mich ziemlich bescheißen lassen. Eine KTM EXC 450. Ja, und irgendwann war es dann halt soweit. Dann kam halt dieses Baby hier. Ja, wie fühle ich mich auf der Harley? Also unbeschreiblich. Das ist jedes Mal so, wenn ich die halt anmache, muss ich grinsen. Es fühlt sich total geil an. Die klassische Freiheit, wie man so sagt. Ja, und die Kinder machen immer irgendwelche Zeichen, die drehen Haaren auf. Ganz oft kommt man in Gespräche dadurch mit irgendwelchen älteren Leuten oder auch Harley-Begeisterten, die dann fragen, was das für ein Motorrad ist, wie alt und so weiter und so fort. Also, ich kann das irgendwie nicht bestätigen bis jetzt, diese Negativität gegenüber Harley-Fahrern oder sonst irgendwas. Für mich ist das eh alles gleich. Also, wie gesagt, in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis sind die meisten eh mit Suzuki unterwegs, mit Honda unterwegs, ist auch einfach scheißegal. Ne? Hauptsache man hat ein paar Jungs, mit denen man losfahren kann und so ein bisschen dieses Shopper-Gefühl teilen kann. Überhaupt Motorradfahren ist eh schon wirklich teuer. Und
Und es ist ein absoluter Luxus. Da kann man echt dankbar sein, dass wir das hier machen können. Und dann, sage ich auch ganz ehrlich, hier eine Harley zu fahren. Alter Schwede. Genau, Heritage Softail Classic 2003, 100 Jahre Edition. Ja, es war einfach so, da habe ich mich direkt verliebt. Es hat auch alles ziemlich gut bei der Bike Farm Melle funktioniert. Schöne Grüße an Martin, der Verkäufer, den ich damals hatte. Und auch an die ganzen anderen Kollegen da. Also, ich wurde vom Bahnhof dann abgeholt, wir haben noch kurz ein Bier gezischt. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und tatsächlich einen Tag später war ich dann schon mit der Harley im Harz auf Pullman City. Das müssten wir, wenn das nochmal irgendwann funktionieren sollte, wovon ich ausgehe, auf jeden Fall auch mal filmen. Ziemlich wild. Ich glaube, eine Heritage Softail ist noch eins der günstigeren Modelle. Also ich habe mich damals noch auf eine 48 gesetzt, aber es hat nicht so ganz zu mir gepasst. Und von daher, ich glaube, eine Heritage bekommt man jetzt, also gerade in dem Baujahr von 2003, ich glaube so zwischen 10.000 und 15.000 Euro, je nach Zustand. Ne? Jetzt kommt es darauf an, okay, ist das jetzt hier so eine Limited Edition hier, wie diese 100 Jahre Edition, aber ja, weiß ich nicht, so limited finde ich das auch nicht. Also ich habe die schon sehr häufig irgendwo gesehen. Vielleicht nicht ganz genau mit der Lackierung hier. Das Geile ist halt, ich habe hier überall seitlich, das kommt man glaube ich gerade gar nicht so gut sehen, ich habe da überall seitlich so Harley Davidson noch dran stehen, an diesen Streifen. So habe ich die noch nicht gesehen auf jeden Fall. Aber naja. Und klar, es ist immer noch extrem viel Geld. Ich habe mal gesagt, ich habe so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Also das, ich hatte vorher so ein riesen Windschild hier. Das ist weg. Ich hatte so wunderschöne Satteltaschen mit Nietenverzierung und so weiter. Das fand ich jetzt auch nicht so schick. Ist ja immer eine Ansichtssache. Und passend dazu auch so ein Sattel. Jetzt habe ich mir den Mustang White Tripper, glaube ich, heißt der, geholt. Mit so einem, wie sagt man das, Diamond Stitch oder was? Genau. Sonst ist eigentlich... sonst war eigentlich schon viel vorher gemacht, ja. Also gerade auch hier diese Highway Pads und so weiter, die waren vorher schon dran. Ja, und so ein paar Custom Chrome Teile, aber die hat mein Vorbesitzer da schon alle dran geklatscht. Von daher, da bin ich sehr dankbar. Viele Grüße auch, falls du dein Motorrad erkennst. Ist, denke ich, ein ganz guter Mensch. Geil, ey, die haben schon auch Spaß. Und eine Goldwing-Truppe, glaube ich, war das. Die fahren zum Köderberg wahrscheinlich. Ja, mich freut das selber halt total, ne? Wenn dann so eine ganze Truppe einem entgegenkommt. Einfach geiles Gefühl. Joa, was würde ich noch umbauen? Ich bin ganz ehrlich, da habe ich gerade absolut keine Kohle für. Wir wollen ein Haus bauen und da habe ich das mal ein bisschen gespart jetzt. Was würde ich denn machen? Ich finde gerade so diese mexikanische Richtung, das Chicano, das finde ich schon ziemlich geil. Also noch einen größeren Ape-Hänger, dann so Big Spoke vorne, boah, das wäre schon mein Traum. Aber ich habe mich mal informiert, da fehlen mir halt noch ein paar, mehrere tausend Euro. Und wie gesagt, das ist dann mal irgendwann zu gut. Ja, mir fehlt doch einfach nichts, weil die hat auch absolut genug Druck für mich. Ja, gut reinladen. Also da geht halt gut was, ne? Ja, und ich habe mir die auch nicht gekauft, um irgendwelche Rennen zu gewinnen, ne? Ganz im Gegenteil.
zu guter Letzt wollte ich euch nochmal eine andere Perspektive mitgeben. Mal gucken, ob das klappt. Warte mich jetzt so lange, bis es hier gleich noch ein bisschen Sonne gibt und dann mache ich nochmal so einen kleinen coolen Abspann. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.